Was wäre eigentlich passiert, wenn Gellert Grindelwald Albus Dumbledore besiegt hätte? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was mit der Zaubererwelt und dem Leben der Hexen und Zauberer, die uns heute so vertraut sind, hätte geschehen können, wenn Gellert Grindelwald sein berüchtigtes Duell mit Albus Dumbledore gewonnen hätte. Wie viele von euch wissen, forderte Albus Dumbledore im Jahr 1945 schließlich den dunklen Zauberer Gellert Grindelwald heraus und besiegte ihn in einem Duell. Dieses Duell beendete Grindelwalds Schreckensherrschaft über die Zauberergemeinschaft und setzte seinem furchtbaren Aufstieg zur Macht ein Ende. Natürlich fand dieses Duell Jahrzehnte, nachdem die beiden Männer in ihrer Jugend eine intensive Verbindung hatten, statt. Laut Dumbledore selbst war Albus in seiner Jugend in Gellert Grindelwald verliebt. Die Grundlage ihrer Beziehung lag anfangs in ihrem Hass auf Muggel, und sie träumten von einer Welt, in der Hexen und Zauberer die nicht-magische Welt erobern und sie zu einem unterwürfigen Volk machen würden. Zum Glück für die gesamte magische Gemeinschaft und natürlich die Muggel wurde Albus Dumbledores Vorstellung von dieser Welt zunichte gemacht, als seine jüngere Schwester Ariana bei einem tragischen Konflikt zwischen ihm, Gellert Grindelwald und Aberforth, also Albus jüngerem Bruder, getötet wurde. Nach diesem schrecklichen Vorfall trennten sich die Wege der beiden Zauberer, da ihre Ideologien begannen sich stark voneinander zu entfernen. Viele Jahre später begann Gellert seinen berüchtigten Aufstieg zur Macht, um die Welt zu verwirklichen, von der er einst mit Dumbledore geträumt hatte. An diesem Punkt ihrer gemeinsamen Geschichte erfuhren wir, dass Grindelwald und Albus einen unerschütterlichen Eid geleistet hatten, sich niemals gegeneinander zu stellen und zu bekämpfen. Dies geschah zu einer Zeit, als sie beide glaubten, dass sie dasselbe Ziel verfolgten: die Herrschaft über die menschliche Rasse. Bedauerlicherweise hinderte dieser Eid Dumbledore daran, all den schändlichen Taten Einhalt zu gebieten, die Grindelwald über die Jahrzehnte begangen hatte. Aber wie ich bereits zu Beginn dieses Videos erwähnte, kam schließlich der Zeitpunkt, an dem Albus in der Lage war, den Eid zu brechen, Grindelwald herauszufordern und ihn schließlich zu besiegen, woraufhin Grindelwald ins Gefängnis kam. Die Frage, die ich nun an euch richte, lautet: Was wäre geschehen, wenn Albus Dumbledore diesen Kampf nicht gewonnen hätte? Wie sähe die Zaubererwelt aus, wenn tatsächlich Gellert Grindelwald als Sieger hervorgegangen wäre? Diese Veränderung in der Vergangenheit wirft zweifellos zahlreiche Fragen auf. Zunächst einmal stellt sich für jeden eingefleischten Harry Potter-Fan die Frage: Was wäre mit dem großen und mächtigen Albus Dumbledore geschehen? Wenn Dumbledore das Duell gegen Grindelwald einen dunklen, manche würden sogar sagen monströsen Zauberer verloren hätte, wäre es durchaus möglich, dass Gellert Albus einfach getötet hätte. Immerhin hätte er damit den einzigen Zauberer am Ende gesetzt, der jemals mächtig genug war, um ihm ebenbürtig zu sein. Für diejenigen, die die Fantastische Tierwesen-Filme gesehen haben, ist bekannt, dass Grindelwald keineswegs zögerte, tödliche Zauber anzuwenden, wenn er mit Widerstand oder einer Herausforderung konfrontiert wurde. Doch die Frage, die sich bei Albus stellt, betrifft ihre einstige Liebe zueinander. Ja, sie stimmten nicht mehr grundlegend in ihren Weltanschauungen überein und ihre Ziele für die Menschheit waren diametral entgegengesetzt, aber konnte Grindelwald seine Gefühle für Dumbledore wirklich einfach auslöschen? Ich bezweifle das, und das führt mich zu der Annahme, dass Gellert Albus nicht getötet hätte. Es besteht auch die Möglichkeit, dass er es vielleicht gar nicht gekonnt hätte. Wenn man darüber nachdenkt, wissen wir immer noch nicht, wie Dumbledore den unauflösbaren Schwur zwischen den beiden Zauberern gebrochen hat. Vielleicht hat er ihn nur so weit geschwächt, dass er in der Lage war, Gellert zu einem Duell herauszufordern, aber nicht so weit, dass er Grindelwalds Leben hätte beenden können. Es besteht auch die Möglichkeit, dass wenn Grindelwald das Duell gewonnen hätte, er möglicherweise Dumbledores Leben verschont hätte, in der Hoffnung, ihn zurückzubringen, um ihr einst gemeinsames Lebensziel, die Versklavung von Muggeln, wiederzubeleben. Da Grindelwald derjenige war, der das Gesetz brach, hätte er Dumbledore sicherlich nicht den Behörden ausgeliefert. Man hätte ihn stattdessen einfach freigelassen, denn Dumbledore war gegen Grindelwald angetreten, um ihn davon abzuhalten, die Zaubererwelt zu terrorisieren. Vielleicht hätte Grindelwald ihn in Gefangenschaft gehalten und langsam versucht, ihn wieder auf seine Seite zu ziehen, um ihn in seinem Kreuzzug für das höhere Wohl zu begleiten. Und wenn er Dumbledore lange genug in Gefangenschaft gehalten hätte und Dumbledores Gefühle für Grindelwald wieder entflammt wären, hätte dieser Plan vielleicht sogar funktioniert. Und das wirft die Frage auf: Was wäre mit Europa und der ganzen restlichen Welt als Ganzes geschehen? Welches Schicksal hätte die Welt erwartet? Nun, wenn Gellert Grindelwald 1945 nicht von Dumbledore aufgehalten worden wäre und stattdessen Albus besiegt hätte, der später als einer der größten und mächtigsten Zauberer aller Zeiten bekannt wurde, hätte es wahrscheinlich niemanden mehr gegeben, der sich ihm hätte in den Weg stellen können.
Wenn es Grindelwald tatsächlich gelungen wäre, Dumbledore wieder für seine antimuggelistischen Ansichten zu gewinnen, wäre er als unaufhaltsam angesehen worden. Grindelwald und Dumbledore gegen die ganze Welt? Die Welt hätte sicherlich nicht eine große Chance gehabt. So hätten Gellert und Albus ihre Anhänger auf einen Kreuzzug für das höhere Wohl rund um den Globus geführt und eine Gemeinschaft nach der anderen erobert, bis sie schließlich die Kontrolle über die gesamte Welt erlangt hätten. Diese neue magische Welt wäre eine Welt gewesen, in der nicht-magische Menschen ihren mächtigeren magischen Herren gedient hätten. Es wäre wahrscheinlich zu einer Unterscheidung zwischen verschiedenen Klassen von Hexen und Zauberern gekommen. Diejenigen, die Grindelwald widerstanden, hätten denen gedient, die ihm gefolgt sind und an seine Vision geglaubt haben. Man könnte dies als eine Art Kastensystem oder soziale Schichtung betrachten. An der Spitze hätten die Reinblüter gestanden, die uneingeschränkt an die Idee der Blutreinheit und an die Muggel als minderwertig geglaubt hätten. Diese Gruppe hätte die Oberschicht gebildet und Besitz, Reichtum und Macht angehäuft. Darunter wären Hexen und Zauberer mit gemischtem Blut gewesen, die sich vielleicht nicht so stark für die Idee der Blutreinheit interessierten, aber dennoch überzeugt waren, dass sie den Muggeln überlegen waren. Diese Gruppe könnte als eine Art Mittelschicht betrachtet werden, sozusagen irgendwie. Diese Menschen wären weder superreich noch besonders mächtig gewesen, aber sie hätten zumindest etwas Land besessen und wurden von den Reinblütern weitestgehend in Ruhe gelassen. Innerhalb dieser Gruppe von Hexen und Zauberern befanden sich auch diejenigen, die gegen Grindelwald und seine Überzeugungen standen. Diese abtrünnige Gruppe wäre zweifellos als die unterste Schicht der Gesellschaft angesehen worden. Ihre Freiheiten wären stark eingeschränkt gewesen. Zum Beispiel bezweifle ich, dass sie die Freiheit gehabt hätten, sich in der Welt nach ihren Belieben zu bewegen. Stattdessen wären sie auf von Grindelwald bestimmte Gebiete beschränkt gewesen, in denen sie nach seiner Ansicht wenig Schaden anrichten oder Widerstand gegen seine Herrschaft leisten könnten. Nicht zu vergessen wären da natürlich die Muggel. In einer Realität, in der Grindelwald Dumbledore besiegt hätte, glaube ich, dass alle Muggel versklavt, inhaftiert oder sogar getötet worden wären. Die Muggel, die sich freiwillig ergeben hätten, also fast alle, hätte er meiner Meinung nach inhaftiert. Von dort aus hätte er Hexen und Zauberer, denen er vertraute, damit beauftragt, über seine Muggelgefängnisse zu wachen und Berichte darüber anzufordern, welche von ihnen bereit wären, den magischen Meistern zu dienen. Nachdem er die Muggel identifiziert hätte, die bereit wären, sich zu unterwerfen, wären diese Personen in die Häuser der reinblütigen Familien gebracht und untergebracht worden. Muggel, die widerspenstig blieben, hätten ihr Leben in den von Grindelwald geschaffenen magischen Gefängnissen verbracht oder sie wären getötet worden, wenn sie innerhalb der Grenzen ihrer Gefangenschaft zu viel Ärger gemacht hätten. All das hätte das ideale Ergebnis für Grindelwald und die Vision dargestellt, die er einst für die Welt hatte. Aber was wäre geschehen, wenn Jahre später ein anderer Zauberer mit ebenso dunklen, aber erheblich unterschiedlichen Interessen an die Macht gekommen wäre? Ich meine natürlich Lord Voldemort. Wie würde Voldemort in dieser alternativen Realität Platz finden? Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Voldemort nie existiert hätte, wenn solch eine drastische Veränderung der Geschichte eingetreten wäre. Es erscheint unwahrscheinlich, dass eine Reinblüterin wie Merrow Pegaunt eine Beziehung mit einem Muggel wie Tom Riddle eingegangen wäre, wenn Grindelwald die Welt regiert hätte. Aber nehmen wir mal an, Tom Riddle Senior hätte einer reinblütigen Familie gedient, wodurch Merrow Pegaunt trotzdem Zugang zu ihm hatte. Aus ähnlichen Gründen, die sich in einer Realität ergeben, in der Dumbledore das Duell gewonnen hätte, hätte Merrow Pegaunt das Baby in ein Waisenhaus geben müssen. Das bedeutet, dass das Leben des kleinen Tom Riddle genauso schädlich und schwierig gewesen wäre, wie in einer Realität von Harry Potter, die wir kennen, wenn nicht sogar noch schwieriger. Möglicherweise hätte das Waisenhaus von seiner Herkunft gewusst und er wäre misshandelt und diskriminierend gegenüber seinem gemischten Hintergrund behandelt worden. Es ist schwer zu sagen, ob Grindelwald ein, ja, Halbblut wie Tom Riddle in eine Schule für Hexerei und Zauberei wie Hogwarts aufgenommen hätte. Das führt uns natürlich zu der Frage, ob der junge Tom Riddle genauso mächtig geworden wäre, wenn er nicht Hogwarts besucht hätte. Hätte er seine magischen Fähigkeiten außerhalb einer traditionellen Ausbildung entwickeln können? Und wenn er nicht nach Hogwarts gegangen wäre, hätte er dann die Horcruxe entdeckt und denselben Plan entwickelt, um seine Seele zu spalten? Nun ja, all das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Durch seine Intensität als Kind und seine Entschlossenheit als Jugendlicher halte ich es jedoch für wahrscheinlich, dass Tom in der Lage gewesen wäre, sich zu einer Art Version des Voldemort zu entwickeln, wie wir sie aus der Harry Potter-Reihe kennen. Zwar hätte er vielleicht keine formelle magische Ausbildung genossen, aber bei jemandem wie Tom, der eine Neigung zur dunklen Magie hat, ist es nicht schwer vorstellbar, dass er sein Wissen aus einer weniger traditionellen Quelle bezogen hätte.
Ich bin sicher, dass der junge Tom nach ein oder zwei Besuchen in der Nocturngasse eine dunkle Hexe oder einen dunklen Zauberer gefunden hätte, die bereit gewesen wären, über Riddles Herkunft hinwegzusehen und ihn unter seine Fittiche zu nehmen, wenn er sie nicht ganz verschwiegen hätte, seine Herkunft. Nun, wenn Tom Riddle in der Lage gewesen wäre, das magische Wissen zu erlangen, das er benötigte, um ein dunkler Lord zu werden, glaube ich schon, dass sein Aufstieg zur Macht in dieser alternativen Realität auf ähnliche Weise verlaufen wäre wie in der eigentlichen Saga. Es hätte jedoch einen bedeutsamen Unterschied gegeben. In dieser Version der Realität hätten Voldemort und seine Anhänger einen mächtigen Rivalen gehabt, Gellert Grindelwald und seine Anhänger. Ganz zu schweigen von Grindelwalds rechter Hand, Albus Dumbledore. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Albus in dieser Theorie von Gellert besiegt und überzeugt wurde, sich ihrer Sache anzuschließen. Das wirft auch die Frage auf, wie viele der angehenden Todesser bereits Grindelwalds Gefolgschaft angehört hätten. Hätte diese Aufteilung der Loyalität die Macht der beiden dunklen Zauberer geschwächt? Nun nehmen wir mal an, die beiden dunklen Zauberer hätten über die gleiche Anhängerschaft verfügt. Wären diese beiden Kräfte dann gegeneinander angetreten oder hätten sie sich zusammengetan? Wer hätte in einem solchen Konflikt gewonnen? Oder hätte Voldemort einfach seine dunkle Herrschaft auf Europa beschränkt? Immerhin zeigte er nie ein besonders starkes Interesse daran, seine Macht auf die gesamte Welt auszudehnen, wie es Grindelwald anstrebte. Stattdessen schien Voldemort vielmehr darauf fokussiert zu sein, Harry Potter zu besiegen, als die gesamte Zaubererwelt zu unterwerfen. Im Gegensatz dazu hatte Gellerts Version viel größere Ausmaße. Er strebte danach, die gesamte Weltbevölkerung der Muggel zu versklaven und seine Lebensweise der gesamten Zivilisation aufzuzwingen. Angesichts dessen ist es nicht abwegig zu denken, dass Grindelwald Voldemort vielleicht zu einem seiner engsten Vertrauten gemacht hätte. Es ist möglich, dass Voldemort für die Verwaltung der Zauberer- und Muggelgemeinschaft im Vereinten Königreich verantwortlich gewesen wäre. Schließlich waren die beiden Zauberer besessen von der Reinheit des Blutes und der Herrschaft über diejenigen, die sie als minderwertig ansahen. Das führt uns zu der nächsten Frage. Wäre Grindelwald der oberste Anführer geworden? Diejenigen von euch, die den letzten Fantastischen Tierwesen-Film gesehen haben, wissen, dass der oberste Anführer der gewählte Vorsitzende der Internationalen Konföderation der Zauberer war. Diese Position strebte Gellert Grindelwald in Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse an. Der Film enthüllt die Geschichte dieses gewählten Amtes und erklärt, wie in alten Zeiten der Vorsitzende in einer Zeremonie namens der Gang des Quillen von einem magischen Wesen namens Quillen gewählt wurde. In der Zaubererwelt wurde der Quillen als das reinste magische Wesen angesehen, das allein durch einen Blick auf eine Hexe oder einen Zauberer die Reinheit des Herzens erkennen konnte. Während dieser Zeremonie bewertete der Quillen die Kandidaten und wählte die Person aus, die er für würdig erachtete, die Rolle zu übernehmen. Im Laufe der Zeit verschwand diese Tradition und der Vorsitzende wurde stattdessen durch eine Mehrheit der Vertreter der Mitgliedsländer der Konföderation gewählt. Im Film versucht Grindelwald die Kontrolle über einen Quillen zu erlangen und ihn zu verzaubern, um sich selbst als Vorsitzenden zu wählen. Wie diejenigen, die den Film gesehen haben, bestätigen können, scheitert dieser Plan jedoch. Stattdessen wird Grindelwalds Täuschung von Albus Dumbledore und Aberforth Dumbledore, Newt Scamander und ihren Verbündeten aufgedeckt, was zeigt, dass der Quillen ein Opfer von Gellert Grindelwalds dunkler Magie war. Daraufhin ist Gellert gezwungen, aus der Zeremonie zu fliehen, und ein anderer, nicht beeinflusster Quillen wählt einen neuen Anführer für die Konföderation aus. Entsprechend den zuvor besprochenen Teilen dieser Theorien wäre Albus Dumbledore zu diesem Zeitpunkt nach wie vor ein Rivale von Grindelwald, da die Theorie auf der Annahme basiert, dass Gellert sein Duell mit Albus im Jahr 1945 gewonnen hat. Diese spezielle Zeremonie zur Wahl des neuen Anführers fand etwa ein Jahrzehnt zuvor statt, im Jahr 1937. Dennoch bedeutet das nicht, dass Grindelwald nicht versucht hätte, diese Position zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuerlangen. Meiner Meinung nach hätte er, wenn er Anführer werden wollte, nachdem er Dumbledore im Duell von 1945 besiegt hätte, den Titel einfach beanspruchen können. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ihm das so wichtig gewesen wäre. Denn der einzige Grund, warum er 1937 hinter dieser Position her war, bestand darin, seine Pläne zur Übernahme der Herrschaft über die Zaubererwelt voranzutreiben. Aber wenn es ihm gelungen wäre, Albus zu besiegen und die Weltherrschaft über magische und nicht magische Wesen gleichermaßen zu übernehmen, stellt sich die Frage, warum er dann überhaupt diese Position des gewählten Vorsitzenden der Internationalen Konföderation der Zauberer anstreben würde. Ich denke, es ist viel wahrscheinlicher, dass er die Internationale Konföderation der Zauberer abgeschafft und sich selbst zum König erklärt hätte, wie ich bereits erwähnt habe. Jetzt lasst uns noch mal ein kleines Fazit zu dem Ganzen treffen.
Wenn Gellert Grindelwald das Duell zwischen ihm und Albus Dumbledore gewonnen hätte, hätte dies folgende Auswirkungen auf die Zaubererwelt gehabt. Der einst große und mächtige Albus Dumbledore wäre ein dunkler Zauberer geworden und nicht einer der Guten, und er wäre wahrscheinlich Grindelwalds ranghöchster Anhänger und sein engster Verbündeter geworden. Jeder, ob Zauberer oder Muggel, wäre in ein hierarchistisches Kastensystem eingeordnet worden, mit reinblütigen Gefolgsleuten an der Spitze und eingesperrten, ungehorsamen Muggeln am unteren Ende. Voldemort wäre nicht als der nächstmächtigste dunkle Zauberer bekannt gewesen, nur vergleichbar mit Gellert Grindelwald, sondern er wäre einer von Grindelwalds Anhängern gewesen, der dessen Pläne für das größere Wohl im Vereinigten Königreich umsetzt. Grindelwald wäre der Herrscher der gesamten Welt gewesen und hätte die Muggelregierungen, Konventionen und auch die internationale Konföderation der Zauberer gestürzt. Die Vorstellung, dass er als der dunkle König bekannt werden wollte, finde ich ziemlich faszinierend. Was sagt ihr dazu? Und das war's mit diesem Video. Was hältst du von dem ganzen Thema und wie hätte es in deiner Realität ausgesehen? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.